Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Wie ihr es schon gesehen habt im Titel, ich habe wieder eingekauft, sehr viel eingekauft. Bei Juwelkerze, ich konnte es wieder nicht lassen. Ja, auch mein Mann wird mir wahrscheinlich jetzt dann irgendwann erdrosseln, weil ich so viele Kerzen kaufe. Ja, er sagt, ich kann mir ja neue Kerzen kaufen, aber es müssen andere wieder weg. Da hat er ja auch recht, ich gucke jetzt auch, dass ich ein paar wieder loswerde dann. Ich habe mir sehr viele Kerzen gekauft. Einmal, weil ich zwei Geschenke gebraucht habe. Einmal für eine Freundin und einmal für meine Oma, weil die beide Geburtstag haben. Und beide Male habe ich mir natürlich dann auch was mitbestellt. Einmal für 20% und einmal war es am Weltfrauentag für 40%. Ja, bei den 40%, da musste ich einfach einkaufen. Also 40% hat es bei Juwelkerze bis jetzt noch nie gegeben. Und deswegen zeige ich jetzt meine neuen Errungenschaften. Das erste, was ich gekauft habe, und die habe ich tatsächlich zweimal gekauft, habe aber jetzt symbolisch auch bloß eine dabei, weil es keinen Sinn macht, hier mit 10.000 gleichen Kerzen zu sitzen. Einmal die Lilac Cotton Jewelkerzen in Zusammenarbeit mit Luffy. Ich weiß nicht, wer das ist oder was das ist. Eine Kerze in diesem wunderschönen Schwarz. Also ich finde sie mega schön. Ich finde auch den Schmuck mega schön. Ich habe sie einmal mit Armband gekauft und einmal mit Ohrringen. Ich zeige euch natürlich den Schmuck, den ich schon rausgeholt habe. Da blende ich euch die Bilder ein. Das Einzige, ich weiß nicht, das ist nicht so mein Duft. Das riecht für mich nach Oma nur schlimmer. Also für mich riechen Omas nicht schlimm, aber die riechen doch immer so nach Flieder, Lavendel und das riecht halt noch viel stärker. Also ich mag eigentlich Blumenduft, aber jawohl, jetzt wenn ich so dran rieche, vielleicht kommt es auch durch den Duft, finde ich es gar nicht so schlecht. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr blumig. Blumig frisch würde ich sagen. Jetzt gerade finde ich sie gar nicht so schlecht. Ich weiß aber auch gar nicht mehr, wie sie angezündet gerochen hat. Ich glaube, da hatte ich noch Schnupfen. Könnte ich euch auch jetzt gar nicht sagen. Also ich finde, jetzt wenn ich so dran rieche, geht's eigentlich. Vielleicht riecht sie anders, wenn sie schon mal gebrannt hat, ich weiß es nicht. Aber wer blumige Düfte nicht mag, für den ist die Kerze auf jeden Fall nicht. Aber da ist wunderschöner Goldschmuck drin mit schwarzen Steinen. Hat mich total drin verliebt. Ich habe jetzt auch schon Ohrringe davon. Hab noch eine Ohrringkerze und das Armband und dann reicht es auf jeden Fall mit dieser Kerze. Dann habe ich mir einmal gekauft die Merci Cherie von Juwelkerze logischerweise. Und zwar hat es die, wie heißt die? Franzi Knappe. Genau, das ist eben die Juwelkerze so ein bisschen in die Öffentlichkeit vertritt, die auch die Livestreams macht bei Juwelkerze und auch viele Fragen für uns beantwortet. Und die hat eben auch eine eigene Kerze gemacht mit Goldschmuck drin. Finde ich mega cool, da sind Ketten drin. Und auch die Kerze ist wunderschön, also da kann man nichts sagen. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist diese Schleife, die gefällt mir da jetzt nicht so, aber die Kerze an sich ist schön und die riecht, finde ich, ein bisschen pudrig. Ein bisschen pudrig süßlich, aber das mag ich total gerne. Ich liebe pudrigen Duft. Genau. Und da ist eben, wie gesagt, eine Kette drin und da bin ich auch schon gespannt, was ich rausholen werde. Dann habe ich einmal gekauft natürlich die neuen, ich glaube, die sind vor Valentinstag noch rausgekommen. Valentinstagskerzen, Juwelkerze Make-A-Wish. Also das Design ist schon mal mega schön. Mega schön. Auch die Glitzerschleife. Ich liebe dieses Design einfach. Da ist auch eine Kette drin. Die sind Rosé. Nein, ich glaube, das ist ein Armband. Da sind Armbänder drin. Ja, da sind Armbänder drin in Roségold. Bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt. Zurzeit bin ich ja nicht mehr so auf dem Silbertrip. Eher Gold und Roségold. Und die riecht so toll nach Beeren. Also Beerenduft mag ich normal nicht, aber die riecht so gut. Also wer Beerenduft, so einen frischen Beerenduft mag, den kann ich dir echt empfehlen. Die riecht mega. Die riecht so, so gut. Dann habe ich noch einmal gekauft, natürlich die Wing It von Xlater in Zusammenarbeit mit Juwelkerze. Da sind wunderschöne Silberohrringe drin. Ich hoffe natürlich auch bei mir. Es gibt natürlich, ist das Risiko groß, dass man welche drin hat, die einem nicht gefallen. Und die, finde ich, riecht sehr dezent pudrig frisch, so kann man das sagen, ja. Also die ist, finde ich, vom Duft her die schwächste, ist aber nicht unbedingt schlimm. Ich weiß ja auch nicht, wie sie angerochen riecht, weil die ist noch frisch, angezündet riecht. Aber ich finde jetzt, so im kalten Zustand riecht sie auf jeden Fall pudrig frisch und das mag ich auch total gerne. Also die Merci Cherie ist eher so pudrig süß und die ist eher so pudrig frisch. Dann habe ich mir noch gekauft eine Charmkerze, denn es gibt neue tolle Charms. Eine Charmkerze brennt auch noch drüben. Habe ich jetzt auch eine hier, aber die ist nicht für mich, sondern für meine Freundin. Und zwar habe ich einmal gekauft die Iced Blossom, eben mit Charm. Die riecht, erinnert mich an irgendein Eis. An irgendwas, was ich nicht mag. Es riecht auf jeden Fall sehr süß. Ja, und nach Eis. Aber gefällt mir jetzt nicht so. Also ich hoffe, die riecht angezündet noch besser. Ist jetzt nicht so meins, aber ich wollte unbedingt Charms haben. Dann einmal süß. Also die habe ich tatsächlich nicht wegen dem Schmuck gekauft, sondern allein wegen dem Glas. Seht euch die
diese kann. Die Love You Berry Matcherie-Kerze mit diesen wunderschönen zwei, ich muss mal die Schärfe hochschieben, Eisbären hier drauf. Ist die nicht süß? Die ist so putzig. Und der Schmuck, der ist jetzt eigentlich nicht so meins, aber ich wollte unbedingt dieses Glas haben, diese Kerze. Und die riecht auch frischer, aber trotzdem mit was Blumigem drin. Blumig frisch? Ich würde sagen blumig frisch. Finde ich mega cool. Also ich habe bis jetzt, bis auf die Blossom, das ist gar nicht mein Duft. Finde ich es jetzt in Ordnung von den Düften her. Also das werde ich tatsächlich auch nicht hergeben. Ich habe die Lilac Cotton, die ich auf jeden Fall hergeben werde. Und noch eine, denn die habe ich jetzt auch zweimal. Und zwar die Iconic Premium Edition. Da sind Swarovski Schmuckstücke drin. Und ich hatte ja schon ein Armband. Ja, finde ich jetzt so lala, es ist nicht hässlich, aber es ist jetzt auch nicht mein Favorit. Und hier ist ein Ring drin, denn die haben auch wunderschöne Ringe und ich hoffe, dass ich auch einen drin habe. Und die riecht sehr, sehr blumig. Also wirklich sehr, sehr blumig. Aber ich finde den Duft gut. Ich mag auch blumige Düfte. Also was Düfte angeht, bin ich eigentlich relativ offen. Mag ich eigentlich fast alles. Genau, und da ging es mir eigentlich auch bloß um den Schmuck, weil die Kerze habe ich eigentlich schon. Aber die andere Kerze hat eine andere Schleife. Die Schleife war da dicker. Genau, und da ist ein Ring drin. Dann die neueste Kerze von Juwelkerze, die ich natürlich auch haben musste. Die Cutie Kitty. Die ist so süß. Mit Kätzchen drauf. Und dann sind da auch Kätzchenohrringe drin. So schöne Kätzchenohrringe. Die musste ich haben. Obwohl die den Aufkleber hier oben nicht schön drauf getan haben. Ich habe noch nicht dran gerochen tatsächlich. Das riecht für mich nach einem Parfüm. Das erinnert mich an ein Parfüm. Es ist auf jeden Fall, finde ich, ein bisschen fruchtig. Fruchtig-blumig. Beziehungsweise süß-blumig. Süß-blumig. Aber ich finde, da ist noch was Fruchtiges mit drin. Viele sagen, dass die so stinkt, aber ich finde den Duft gut. Ich finde den Duft echt nicht schlecht. Ja, und das sind wundersüße Ohrringe, wunderschöne Ohrringe drin. Und auch das Glas ist einfach so toll. Dann haben wir einmal auch eine Valentinstags-Edition. Und zwar die It Was Always You. Da ist Silberschmuck drin. Also die Ohrringe aus der Katzenkerze sind auch Silber. Und der Iconic drin, der ist auch Silber. Und die Charms sind auch Silber. Und hier ist eben auch Silberschmuck drin in Valentinsformat. Also so Liebesbriefe, Rosen, Schlüssel, Schloss und so weiter ist drin, Medaillon. Auf jeden Fall toller Schmuck, eine Halskette und das Glas ist auch wiederso mega. Also die Sondereditions, die sehen es immer so gut aus. Und die riecht nach Waschmittel. Für mich riecht sie nach Waschmittel. Aber auf jeden Fall gut, frisch. Auf jeden Fall frisch und gut. Nach frischer Wäsche. Sehr gut. Dann habe ich einmal die Cookies and Cream, die habe ich auch tatsächlich schon. Aber der Duft ist eine meiner Lieblingsdüfte. Die riecht so gut. Die riecht wirklich voll nach Kekse. So gut nach Kekse. Also wer so Keksduft mag, die ist sowohl im kalten als auch im angezündeten Zustand riecht die mega stark nach Kekse. Genau, und da ist eben auch ein Charm drin. Ach ja, ich habe vergessen, es gab natürlich wieder Karten dazu. Einige Karten, aber die sammelte ich ja nicht. Die werde ich auf jeden Fall irgendwie noch tauschen. Dann haben wir einmal die Fluffy Cotton. Genau, und die kenne ich tatsächlich noch nicht. Ist auch ein Charm drin, ist auch eine Classic-Kerze. Also das sind die, die es das ganze Jahr über gibt. Zum Beispiel diese Kitty und so, die wenn aus sind, dann sind sie aus. Die kommen auch nicht wieder, aber die sind immer da. Und die riecht, ja, bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich bräuchte jetzt Kaffee zum Neutralisieren. Kann es euch nicht sagen. Also ich nehme jetzt bloß so ein bisschen frischen Duft wahr, aber sonst kann ich es euch nicht sagen. Aber da ist auch wieder ein Charm drin, da geht es mir rein um den Schmuck und nicht um die Kerze. Noch zweimal gekauft, aber jetzt nur noch einmal hier. Also eine hat meine Oma schon bekommen, die ist für meine Freundin und meine brennt gerade drüben. Bei meiner ist ein Charm drin, bei meiner Oma waren Ohrringe drin und hier ist auch ein Charm drin. Das ist die Happy Birthday und die riecht wirklich mega toll nach Cupcakes. Also nach Muffin, hat meine Oma gesagt. Wirklich sehr, sehr gut nach Muffin. Die kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen, wer so auf solche gebackene Düfte steht. Ihr wisst, was ich meine. Riecht sehr, sehr gut. Dann habe ich mir gekauft einmal Beauty Premium Edition mit Rosé goldenem Schmuck. Ich weiß jetzt gar nicht, was für eine Kette oder Armband. Halskette. Hier ist eine Halskette drin. Die sagen aber, dass die recht stinkt. Gucken wir mal. Der ist sehr, sehr süß und schwer. Sehr süß und schwer. Oh, ist tatsächlich nicht mein Duft. Gefällt mir nicht. Die werde ich, glaube ich, dann weitergeben, wenn der Schmuck draußen ist. Ja, das ist tatsächlich ein Duft, der mir jetzt am wenigsten gefällt von den ganzen Kerzen. Da ist eine Halskette in Roségold drin, wie schon gesagt. Aus der gleichen Reihe gibt es auch noch Silber, also Kerzen mit Silberschmuck und Kerzen mit Goldschmuck. Und ich habe mir auch noch die Elegance gekauft, eben diese mit Goldschmuck. Und da ist eine
ein Armband drin, denke ich mal. Mit Armband. Die haben eben so schöne Armbänder drin und die riecht hoffentlich besser. Ja, ein bisschen zu zitronig. Obwohl die ein bisschen frischer riechen könnte. Die ist eher so zitronig, schwer, süß. Fände ich frischer besser. Vielleicht riecht sie auch angezündet besser. Aber ist auf jeden Fall besser als der andere Duft. Aber ist jetzt auch nicht mein Favorit, muss ich sagen. Da waren die anderen eindeutig besser. Und dann die letzte Kerze von keine Ahnung wie vielen. Habe ich mir noch gekauft, auch eine Valentinstags-Edition, und zwar die Für dich, For You. Du bist wunderbar, finde ich auch wieder das Glas mega. Der Schmuck, muss ich sagen, gefällt mir nicht so, Silberschmuck mit Perlen, aber ich fand das Glas einfach wieder schön und die riecht auch mega. Die riecht wieder frisch, aber ja nicht so ganz frisch, bisschen süßlich frischer. Also ich bin echt nicht gut im Düfte beschreiben, aber ich hoffe, ihr könnt einigermaßen verstehen, was ich meine. Die finde ich auf jeden Fall auch nicht schlecht vom Duft. Aber mein Favorit vom Duft her, muss ich sagen, ist auf jeden Fall die bärige Make-A-Wish, muss ich sagen. Das war's jetzt wieder mit den Kerzen. Das sind auf jeden Fall genug jetzt. Ich muss mich echt bremsen mit den Kerzen. Ich bekomme schon keine mehr hier rein. Wir haben jetzt nicht allzu große Wohnung. Wir haben auch Dachschränken. Deswegen ist es relativ schwer, hier irgendwo Schränke hinzustellen. Deswegen muss ich auf jeden Fall jetzt bremsen mit den Kerzen. Denn ich habe schon keine Ahnung, wie viele. Ich brauche unbedingt einen Schrank für meine Kerzen. Aber wohin halt? Das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Sehr gerne einen Kommentar da lassen, was ihr von Juwelkerze haltet. Also mir hat letztes Mal einer drunter geschrieben, dass das eben Billigschmuck ist und wir uns total übers Ohr ziehen lassen. Aber es ist ja immer noch meine Entscheidung im Endeffekt. Ja, sicher ist es, die müssen ja auch noch Gewinn machen, ist ja klar. Aber ich finde den Schmuck schön. Der meiste Schmuck ist auch hochwertig. Man kann auch mal in die Toilette greifen und einen Schmuck rausholen, der aussieht, als wäre er aus dem Kaugummiautomaten. Aber es gibt auch wunderschönen Schmuck. Und was ich einfach daran mag, ist der Überraschungseffekt. Genauso wie bei den Boxen. Bei den Boxen ist auch so. Sicher könnte ich mir die Produkte selber kaufen, aber ich lasse mich lieber überraschen. Und ich habe auch noch wunderschöne Kerzen dazu. Also, ja, muss halt jeder selber wissen. Ich meine, solche Juwelkerzen, die sind natürlich jetzt nicht billig in der Anschaffung, aber ab und zu gönne ich mir halt welche. Obwohl, die letzte Zeit habe ich mir sehr viel gegönnt. Ich muss jetzt nicht wieder bremsen. Das war's mit dem Video. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir sehr gerne auch ein Abo da, entweder hier unten oder an der Seite, wo mein Gesicht erscheint. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Bleibt auf jeden Fall gesund und bis zum nächsten Video. Tschüss!